So, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Mein Name ist Scorpion Rage und wir sind jetzt hier immer noch in dem Garten der Hexe, wo wir gestern den Cerberus, ne? Ich habe gesagt Cerberus, ich weiß. Aber ich habe es dann in der Aufnahme noch gehört, so ich so, okay, warum lese ich alles auf Englisch und so? Alles gut. Ne? Also Cerberus, die GF haben uns geholt. Und jetzt würde ich sagen, ich habe ja schon angeteasert ein bisschen, dass ich hier das Kartenduell mal zeige. Deswegen gehe ich mal kurz hier in den Raum. Da müsste die eine Frau noch stehen. Sehr schön. Von der habe ich die Schlüsselkarte Nummer 3 bekommen. So, dann frage ich die mal. Ein Spiel? Ja. So, und dann spielen wir hier mal eine Runde Karten. So, ich habe schon ein bisschen was geholt. So, ich nehme aber die stärkeren. So, hier da. Cerberus ist jetzt dabei. Nehmen wir mit rein. Diabolo nehmen wir rein. So, und Ifrit kommt nochmal rein. Sehr gut. Zack. Nochmal gucken, wo Froschi Locken hat. 3-7. Okay. Dann gehen wir mal. Oh, wow, wow. Du hast ja nur 3 unten, ne? Haha. Okay. Dann würde ich sagen, ich den wieder, oder? Mach jetzt von. Ja. Ich hätte jetzt gerne so eine Fähigkeit, dass ich. Oder was ist Fähigkeit? Dass ich halt übergreifend den Damage machen kann. So dass ich dann zack den 7er links dann auch wieder habe. Aber. Gut, dann werde ich das hier machen. Stimmt. Nicht dran gedacht. Da hätte ich vielleicht hingehen sollen. Na egal. Passt schon. Dann. Ja, dann. Also eine 7er nach. Versuchen. Hat er? Okay, oder nicht? Gewonnen. Eigentlich unentschieden, ne? Ne, doch nicht, ich hab gewonnen. Stimmt, er hat 4, ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Gut. So, dann können wir uns eine Karte aussuchen. Die besitze ich schon, glaube ich. Oder konnte ich schon mal aussuchen. Die besitze ich auch schon. Dann nehme ich die hier einfach mal. So, die nehmen wir als klar. Rin. So, und ich bin so frei und mache es gleich noch einmal. Spielen wir noch mal ein Spiel. Ich bin immer so. Ne, war ja richtig. Nehmen wieder die Karten. 2-1, also bitte. Die hätte ich jetzt da nicht hingelegt. Okay. Dann haben wir hier. Die nehme ich einfach mal und leg die hier hin. Okay. So, dann nehme ich. Die haben nur wieder, leg den hier hin. Okay, das war klar. So, das ist natürlich jetzt. Okay. Okay. Denn den, der rechts halt ich. Oh, ach gut. Gott sei gedankt, Allah noch gewonnen, ey. Wo diesmal habe ich nur 4. Ne, doch 5 habt ihr Diablo vergessen. Entschuldigung. Alles klar. Ja, dann suchen wir uns mal einen aus. Dann den nehme ich. Ja, hier, das ist auch gut, ne? Wird schon Page, Alter. Nix. Nehmen wir rein. Alles klar. So. Ne? Dann haben wir das auch mal kurz gesehen. Ist schon ganz geil eigentlich.
So, jetzt komme ich darauf zurück. Ich habe gelevelt. Wie man sieht, ein bisschen übertrieben, aber gut. Ne? Ich bin jetzt 72 mit meinem. Also, den kann ich halt nicht aus der Gruppe entfernen. Der ist ja immer dabei. Ne? Deswegen levelt er halt wie verrückt. Auf jeden Fall habe ich dann Zell ausgetauscht mit Irvine. Irvine sieht man, ist jetzt 32. Und in der Zeit habe ich Rinoa mit drin gehabt noch und die ist dann jetzt auf 43. Dann habe ich Zell wieder mit reingenommen. Jetzt 41, 43 und ich bin 72. Ja, ich hätte Selfie noch mitleveln sollen und so, aber ja. Ja. Okay, kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, da ich jetzt die Schlüsselkarte Nummer 3 habe, würde ich denn jetzt zum Aufzug gehen wollen, den wir oben gesehen haben. Und dann wollen wir mal gucken. Das entriegelt. Sehr gut. Dann wollen wir noch mal gucken. Alles klar, ich sehe schon. Gehen wir erst hier hin. Wegen der Sicherheit. So, ich speichere hier nochmal ab. Ja, direkt 9. Oh, die Musik ist so geil, ne? Finde ich gut, ey. Okay. So, ich gucke nochmal schnell, habe ich alles voll? Überwiegend. Ja, doch, das geht schon klar. Okay, weiter geht's. Was soll das? Ich wollte doch nur meine alte Schule besuchen. Ja, genau. Schnauze. Du bist hier, um unsere Mama zu töten. Dankt man so seiner Mutter? Rinoa, du willst gegen mich kämpfen? Vor einem Jahr warst du. Hör auf! Hey, Hasenfuß, wir hatten viel Spaß, was? Jetzt schauen wir doch mal, wer hier der Hasenfuß ist. Es wird dir nicht gelingen, unsere Gefühle umzuwühlen. Für uns bist du ein Nix, du bist nur der Feind. Wir hören dein Gelaber nicht. Richtig. Für uns bist du nur ein gewöhnliches Monster. Ein Monster? Ich bin der Ritter der Hexe Edea. Eine Horde von Monstern. Das seid ihr. Okay. Mal gucken. Die Monsterjagd beginnt. Oh, ja gut. Dann, ich hole mal das Diablo. Servus. Ifrit. So, ich bin gespannt, ey. Ich glaube, da macht er überhaupt keinen Damage. Mal sehen. Okay. Scheiße. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Machen wir mal kurz die Höhlenwache. Damit wir ihn doppelt und dreifach angreifen können. Wollen wir noch mal sehen.
Oh. Doppelt und Reise, sehr cool. Fisra hier auf dem Nacken. Ja, ich glaube, Quisa heilt ihn, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oha, ja, das bringt ja auch nichts. Okay. Sprich dein Gebet. Spür die Macht der Hexenritter. Okay. Teufelsklinge. Okay. Ja, dann üben wir auch noch mal. Ist das? Cool. Er schläft. Oh. Wir müssen labern. Ja, ich würde ja gerne mal so einen Erzengel finden, ne? So als Draw so. Ein Erzengel ist echt übelst geil eigentlich. Als Death zum Beispiel. Ne? Ist schon geil. Warum verliere ich gegen dich? Weil ich nicht alleine bin. Ne? Mega Option, okay. 20 HP, beherrscht Magie 20, okay. Versager. Jetzt. Gehst du mal weg oder was? Was soll das denn? Geht es hier runter zum Hörsaal? Muss hier mit Zephyr reden. Ihr habt gegen unsere Mama keine Chance. Sie hat sich gerade Versager genannt, ne? Das sag ich dir aber nicht. Du redest nochmal dasselbe, ja. Okay. Joa. Dann haben wir Cypher besiegt, würde ich mal behaupten. Dann speichere ich noch eine Runde. So. Ja. Gut, dann runter zum Hörsaal oder was? Was zum? Okay. Du bist also der legendäre Seed. Hör auf, sinnlos zu quasseln. Alle Achtung, du bist wirklich bemerkenswert. Du bist mir zu bemerkenswert. Ich werde dich hier vernichten. Du Versager. Das ist nicht unsere Mama. Weg mit euch, Seeds. Oh mein Gott. Ich bin Ideas Hexenritter. Niemand rührt Idea an. Ja, tut mir leid, aber das muss. Ich will die Cypher ja gar nicht besiegen, ne? Also auf jeden Fall nicht endgültig. Er ist nur geblendet. Steht unter dem Bann der Hexe, ey. Nicht schön. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen einfrieren, dann kühlt er ab und so und dann kommt er vielleicht zur Besinnung. Oh,
Anscheinend nicht wirklich, okay. Ich darf nicht mehr verlieren. Okay, nur Assyrien holen. Ifrit holen. Dann nochmal Zerberus holen. Obwohl, nein, ach, egal. Zerberus bringt sie mir gerade nicht. Da wir uns bessere Zauber haben. Ja, mal gucken. Höhlenwache. Sirenengesang, ja. Macht nicht so viel Damage. Aber warum kann ich Idee gerade keinen Damage machen, ey? Steht doch mitten auf dem Schlachtfeld rum. Auf ihn selber. Auch wieder mal holen. Ja, aber das hole ich nochmal. Okay, das bringt's nicht so. So selber Zauber machen auch nicht, ne? Nee. Okay, dann greifen wir an. Bote des Schatz. Jetzt hoffe ich mal endständig, dass Quisa nicht wieder Heilung macht, ey. Ah, der war da auch nicht, oder? Hoffe. Hier war 30.000, das ist ganz gut. Und dann ist Diablo gerade der Steckste von uns. Oh, okay. Ich bin ein Hexenritter, ja. Gewitterstuhl. Jetzt dürfte ich direkt Idee treffen. Da könnte natürlich sein, dass sie wieder geheilt wird oder so. Das wäre blöd. Ja, doch nicht, aber nur 1800. Du Versager. Das Spiel ist aus. Ja, mal Strom, Alter. Was? Wie wo? Was tust du da? Nee! Oh Gott. Okay. Alter. Okay. Das hat wehgetan. Mehr Vitra mal bei Reno und so haben. Und in der Theorie war das ganz gut. In der Theorie. Ich gucken, wie das dann läuft. Okay, machen da nicht so viel Damage.
Oh, nicht Anti-Z, das ist nicht gut. Okay. Nee, also nicht mehr zaubern, oder wie? Hat sie was Gutes? Alexander, was ist das denn? Lange aber machen. Oh, Diablo bringst du, ey. Ist gut. Alexander entdeckt, ja. Coole Sache. Diablo bringt's, ey. Ich friert ja nicht lange. Boah, das ist auch gut, das muss ich auf jeden Fall haben. Ah, Fegeschlange. Gut. Ah, Mann. Ich brauche. Was habe ich denn? Drei Stück. Hier müssen wir mal lagern. Okay, hier geht's wieder gut. Das wieder fehlgeschlagen. Okay, das ist nicht gut. Diablo macht gut Damage, das finde ich gut. Er war vorher so die ganze Zeit immer so am Schwächeln ein bisschen, aber jetzt macht er gut Damage, das finde ich gut. Dann ist das ja nützlich. Okay, das hat ja wohl wehgetan anscheinend. Ah. Ah. Okay, das hat ja wehgetan anscheinend. Das ist gut. Ein XP, okay. Heldentrank, Force Rife, okay. 50 AP, das ist auch gut. Beherrschung GP 80. Ach Quatsch, was habe ich denn da? GF hat HP 30%. Und Alexander haben wir bekommen. Finde ich gut. Immerhin. Hm? Was ist passiert? Mein Körper. Oh, was ist da los? Rinoa. Minoa. Wow. Was ist denn nun los? Bist du okay, Rinoa? Squad, Quizzes, Selfie. Ja, was? Denn nun? Irvine, Cell. Ihr seid groß geworden. Ihr seid stark geworden. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich habe diesen Tag gefürchtet. Ist heute ein guter Tag? Ist heute ein schlechter Tag? Was ist mit Elonie? War ich in der Lage, sie zu beschützen? Ich weiß es nicht. Boah. Rinoa ist... Rinoa.
Was ist mit Renoir? Oha. Okay, dann können wir jetzt speichern. Dann sag ich mal, ne? Das ist ein dicker, fetter Cliffhanger, was jetzt gerade passiert ist, aber gut, ne? Wir haben Hexe besiegt, ne? Mehr oder weniger. Und was da jetzt gerade passiert ist, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, ne? War das jetzt mal eine gute Runde eigentlich. Ich werde das so zusammenschneiden, dass wir den Kampf mit Cypher und dann mit Edea haben. Ne? Folge 50. Muss ja ein bisschen was Besonderes und so. Ne? Alles klar. Dann hatten wir jetzt den das Kartenmatch. Cypher besiegt, Edea besiegt. Was da jetzt passiert ist, ja, ne? Ja, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber ich bin gerade ein bisschen, ja. Okay. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ey. Macht's gut. Ey.